Hallo, willkommen zum zweiten Teil des Reparaturvideos zum digitalen Nixi Multimeter vom Typ 543 der polnischen Firma Meratronic. Der erste Teil ist in der Videobeschreibung verlinkt. Es gibt noch einige offene Problemstellungen, unter anderem der Siebelko im Netzteil, welcher schon korrodiert ist. Es gibt auch weitere Einblicke in die Messelektronik selbst. Das ist im ersten Teil noch nicht passiert, weil das Öffnen des Kastens zur Messelektronik, also der schwarze Kasten, ist relativ komplex. Und ich habe mich ein bisschen gedrückt, das Gerät weiter auseinanderzubauen, aber das wird jetzt in diesem Teil passieren. Weiterhin gibt es als Problematik, dass dieser Knopf des Wahlschalters zur Bereichswahl im Gerät verschwunden ist und dieser wird hoffentlich wieder ans Tageslicht gebracht. Ansonsten hat das Gerät die ersten Tests relativ gut bestanden. Es ist stabil. Auch die 0-Volt-Einstellung, also die 0-Punkt-Einstellung, ist im Großen und Ganzen stabil. Also wie man es für ein 40 Jahre altes Gerät erwarten würde. Und es hat inzwischen seinen Platz gefunden auf dem Messtisch, wo es voraussichtlich auch stehen wird, weiterhin. Ansonsten schreibt in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat oder Anmerkungen, Bemerkungen, wie es euch beliebt. Und ansonsten viel Spaß beim Video und schau mal, was noch passiert. Und natürlich Tatütata im Hintergrund, was wäre ein Video ohne Tatütata? Shango O66 hat seine Flugzeuge, ich habe meine Notarztwagen. Tatütata. So, wir fangen zur ungewohnten Stunde an. Es ist fast schon helllichter Tag. Und da ich weiß, wie ich das Gerät reinkomme, wird das Auseinanderbauen jetzt relativ schnell gehen. Die Messer sind gewetzt, es ist alles vorbereitet und ich würde sagen, auf los geht's los. Das hier sind die Gehäuseteile. Auf der linken Seite ist die Deckenplatte mit der Plexiglas-Schutzscheibe für die Nixi-Röhren. Auf der rechten Seite ist die Bodenplatte mit den Halterungen zum Aufstellen des Gehäuses. Und das sind die beiden Seiten Aluminiumplatten, die schon etwas gebogen sind, wenn die Schrauben entfernt wurden. Man sieht, wie gesagt, die Klebereste. Ursprünglich war das Gehäuse identisch beschichtet mit diesem Laminat, Kunststofflaminat. Das ist wohl im Laufe der Zeit abgegangen, beziehungsweise wurde vom Vorbesitzer eventuell auch entfernt. Also man sieht noch die Klebereste. Das hier ist das Gerät jetzt geöffnet, von unten. Und ich muss direkt die erste Korrektur machen. Ich habe im letzten Teil gesagt, dass es hierbei eventuell um einen Zentronics-Stecker handelt. Das scheint wohl falsch zu sein. Laut der technischen Dokumentation, soweit ich sie interpretieren kann, weil ich kann kein Polnisch, handelt es sich dabei um eine Art Fernsteuerung, dass ich das Gerät fernbedienen kann, beziehungsweise auslesen kann, welche Einstellungen gerade aktiv sind. Das Handbuch ist, wie gesagt, sehr, sehr ausführlich. Es enthält nicht nur die Diagramme, sondern auch den Aufbau des Gerätes selbst. Dazu kommen wir gleich. Und auch sehr detaillierte Schaltpläne.
Also an Dokumentation fehlt es nicht. Das Einzige, was jetzt fehlt, wäre eine englische Übersetzung. Weil, wie gesagt, ich bin des Polnischen nicht mächtig und muss ein bisschen jetzt hier in der Luft stochern. So, wir fangen jetzt aber trotzdem mit der ersten Problemstellung an, nämlich den eingedrückten Knopf am Wahlschalter für die Bereichswahl. Den Knopf selbst kann ich bereits sehen. Es fehlt mir die dritte Hand. Man sieht hier unten, der Knopf ist eingedrückt und hängt schräg über der Platine. Es ist jetzt mit dem Fokus ein bisschen schwierig, plus die Beleuchtung, plus die fehlende dritte Hand. Aber man sieht die Problemstellung. Ich hoffe, dass der Knopf selbst nicht beschädigt ist, also sprich, dass der Kunststoff nicht beschädigt ist, weil ich kann diesen nicht ersetzen. Das heißt, unter Umständen muss der Knopf eventuell mit Epoxidharz repariert werden. Das würde ich vermeiden wollen. Aber ich ziehe jetzt erstmal den Knopf raus und muss dazu aber die Elektronik wahrscheinlich ausbauen, also die vordere Platte wieder rausziehen. Das Problem hatte ich schon im ersten Teil, dass dafür die beiden Aluminiumrahmen entfernt werden müssen. Es ist sonst nicht möglich, dass die Komponenten auseinanderzunehmen. Man sieht hier die etwas wappeligen Messingschrauben. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob diese original sind, weil, wie gesagt, die Qualität ist relativ schlecht. Sie reißen aus, obwohl sie mit einem sehr guten Schraubenzieher aufgedreht würden. Und die Optik, ich bin mir, wie gesagt, nicht 100% sicher. Das Gerät wurde ja schon vor mir geöffnet, weil auf der anderen Seite fehlt eine Schraube. Und ja, ich kenne leider nicht die Vorgeschichte, weiß also nicht, was schon vorher passiert ist. So, bevor ich wieder gedisst werde, es heißt Schraubendreher. Aber im Volksmund ist es der Schraubenzieher, Entschuldigung. So, die erste Platte, also der erste Aluminiumrahmen ist jetzt schon mal ab. Wie gesagt, dieser enthält nur drei Schrauben, weil eine fehlt. Die hat mein Vorbesitzer verschludert. Das ist ein Blick in den Kasten. Dieser enthält die eigentliche Messelektronik. Den werde ich zum Schluss öffnen und jede einzelne Platine nochmal kontrollieren. Das sind die besagten Nixie-Röhren. Wie gesagt, die wurden vom WF gebaut. Und das hier ist die Anzeigenplatine, die Decoder-Chips für die Nixies enthält. Das ist der besagte Schaltplan. Und hier ist die Dekodierung der Nixie-Röhren. Man sieht den SFC 4141, das ist ein BCD zu Nixie-Röhren-Decoder, also
ein BCD210-Decoder. Der ist ähnlich wie der 7441. Die letzte Stelle wird ausschließlich über den Transistor beschaltet, weil nur die Ziffer 1 benutzt wird zur Überlaufanzeige. Und die letzte Nixie-Röhre, die Z567, zeigt an, ob es eine positive Spannung, negative Spannung oder eine Wechselspannung ist. Die Klimmlampen werden direkt auch über den Transistor geschaltet. Hier ist die Decoder-Platine in echt. Man sieht hier die entsprechenden Transistoren, die die Nixie-Röhre für die Bereichswahl anzeigt und besagte Decoder-Chips. Und wenn jetzt der Zoom das zulässt, sieht man, dass verbaut wurde wirklich der 7441 und nicht das osteuropäische Äquivalent von Tesla, sondern entweder der echte 7441 oder ein Nachbau. So, der zweite Rahmen ist jetzt auch entfernt. Und das Gerät hängt wieder frei in der Luft und jetzt kann ich auf alle Komponenten zugreifen. Also wie schon im ersten Teil gesagt, das Wartungskonzept ist etwas fragwürdig. Und der Tütertal im Hintergrund, ich hab's vermisst. Das ist das besagte, die Netzteilplatine. Und hier sind die zwei korrodierten Elkos. Die später auch ausgetauscht werden. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit dem besagten Knopf. Es brötelt auch schon die Umrandung der Knöpfe ab. Kunststoff ist halt nicht ewig haltbar. So, unter viel Aua ist jetzt die vordere Blende zurechtgebogen. Mir ist ein Rätsel, wie das Gerät zusammengebaut wurde, da kein einziges Kabel per Stecker entfernbar ist. Das ist alles hart gelötet. Und man sieht, wie gesagt, der Schalter hat sich hier anscheinend verklemmt, beziehungsweise ist rausgefallen. Der Schalter an sich im Fokus scheint unverletzt, also sprich unbeschädigt. Das ist von vorne. Und so sieht das Ganze im Gerät aus.
Und jetzt, das sind die Schalter, die halt über diese besagten Kunststoffteile verlängert wurden. Diese sind fliegend in die Frontplatte eingesetzt. Die Rahmen lösen sich bereits teilweise aus. Ich werde jetzt versuchen, den Schalter noch mal einzusetzen. Und die Frontplatte wieder nach vorne zu biegen. Wobei biegen ist das falsche Wort. Die Kabel sind wie gesagt festgelötet. Und die sind gerade nur so weit rausziehbar oder mit Klammer auf Gefühl, Klammer zu, leicht dehnbar, dass ich die Blende wie gesagt umbiegen kann. Ist aber irgendwie zweifelhaft. So, der Schalter ist wieder drin, also der verlängert die Verlängerung. Dieser ist nur aufgesetzt mit einer kleinen Klemmung. Und beim Einsetzen hat sich das Ganze wahrscheinlich leicht verzogen und ist damit rausgesprungen. Also mechanisch stabil ist es nicht bei Scherkräften. So, die Frontplatte ist wieder fixiert. Wobei fixieren jetzt auch das falsche Wort ist. Fixiert ist erst dann, wenn der umgebende Aluminiumrahmen wieder eingeschraubt ist. Die Platte hängt jetzt mehr oder weniger in der Luft und wird nur von den Schaltern gehalten. Ich kann aber die Fixierung erst wieder nachher drauf machen, wenn ich mit der Elektronik fertig bin, weil diese Kiste lässt sich nur dann öffnen, wenn der Aluminiumrahmen abgeschraubt ist. Dasselbe gilt auch für das Netzteil, weil ich erst dann abklappen kann, wenn besagter Rahmen raus ist. Also ich versuche das Ganze jetzt mal wie ein rohes Ei zu behandeln und mache jetzt weiter mit dem Austausch der Elkos. So, an der Stelle waren wir schon beim letzten Video. Das sind besagte Elkos, die halt schon etwas ungesund aussehen. Ich versuche jetzt diese Platine mal irgendwie rauszulösen. Trotz der Kabel. Zumindest so weit, dass ich an die Lötpunkte komme. Und wir schauen mal, ob wir die Elkos getauscht bekommen. Mir fällt jetzt nur der Begriff Meshuggah ein. Ich habe jetzt die Schrauben gelöst, die besagte Trägerplatine halten. Allerdings, es gibt hier noch eine Schelle, die das weiße Kabel hält. Die Kontermutter ist aber nicht erreichbar, ohne mit super kleinen Fingern oder um die Platine mit Gewalt umzudrehen, was damit die Kabel abreißt. Wo wir jetzt gerade beim nächsten Thema sind. Die Kabel wurden gewickelt um die Lötstifte. Komm, Fokus. Wurden gewickelt um die Lötstifte und dann verlötet. Also praktisch nicht ohne Probleme zu entfernen.
Ja, ich bin noch so ein bisschen am Rätseln, wie ich, wie gesagt, an die Lötungen rankommen soll. Eventuell geht es so einigermaßen, aber es ist irgendwie geknaubt. So, ich habe jetzt mit Gefühl, Klammer auf, etwas mehr Gefühl, Klammer auf, Klammer zu, die Platine umgedreht. Riskiere jetzt das Gerät in den IOL zu schicken, weil ich drei Kabel abgerissen habe. Aber so sieht die Platine von unten aus. Die zwei Elkos sind jetzt entlötbar. Und dann werde ich jetzt mal rausholen und dann die Kapazität feststellen und auch testen, um wahrscheinlich zu sehen, dass der Innenwiderstand astronomisch ist. Das hier ist übrigens besagte Kontermutter der Schelle für das weiße Kabel. Die Mutter ist an sich komplett ungesichert, also auch ohne Sprengscheibe. Und die Lötungen sehen teilweise auch ein bisschen gebraten aus. Kann gut sein, dass der besagte Unbekannte auch sich am Netzteil zu schaffen gemacht hat. Auf jeden Fall, ich hinterlasse jetzt auch meine Lötspuren, weil ich jetzt die zwei Elkos auslöte. So, die Elkos sind raus. Das Ganze sieht jetzt so aus. Ist ein bisschen schwierig zu filmen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass da schon jemand vor mir rumgefummelt hat, weil irgendwie die Einbauten waren zu sehr gefuscht, sagen wir es mal so. Auch der Lade-Elko für die positive Betriebsspannung war sehr freifliegend eingebaut. Zu freifliegend für meine Meinung, aber hat übrigens 3300 Mikrofarad am Fokus bei 25 Volt Spannungsfestigkeit. Und der zweite Elko hat 47 Mikrofarad bei 350 Volt Spannungsfestigkeit, der die Hochspannung für die Nixie-Röhren stabilisiert. Im Schaltplan sieht das Ganze so aus. Man sieht in der Mitte den Brückengleichrichter mit dem 3300 Mikrofarad Elko, der im Schaltplan aber mit 16 Volt angegeben ist, Spannungsfestigkeit. Links daneben ist der Einweggleichrichter für die Nixie-Röhren. Der Elko ist mit 50 Mikrofarad bei 350 Volt angegeben für 200 Volt Spannung. Ungefähr in der Mitte oben im Bild. Ungefähr hier. Unten drunter ist der Netztransformator mit der Primärwicklung und den zwei separaten Sicherungen für jede Zuleitung.
sowie der Anschluss an die Erdung. Ich werde jetzt die Ersatz-Elkos suchen. Ich hoffe, ich habe die passenden da und dann werde ich sie einbauen. So, die Elkos sind ausgetauscht. Ich habe zwei axiale Elkos eingesetzt. Es gab auf der Platine eine alternative Bestückung für axiale Elkos. Ich musste nur noch eine zusätzliche Drahtbrücke einlöten. Das ist diese hier, die jetzt in dem Fokus ist, um die Masse auf die alternative Leiterbahn zu legen. Deshalb wundert es mich, dass dieses komische Konstrukt hier mit dem fliegenden Aufbau eingelötet war. Das nährt so ein bisschen meine Befürchtung, dass hier jemand anders schon auf der Platine war. Das Ganze ist jetzt gelötet. Als Ersatz-Elko habe ich jetzt einen axialen Elko mit 10.000 μ genommen. Ich habe keinen 3.300 μ mehr in Griff gehabt. Die Dioden im Gleichrichter sollten in der Lage sein, den zusätzlichen Strom zu handeln, zumal es hier nur den einmaligen Ladestrom geht. Ich denke mal, es ist vertretbar, den etwas größeren Elko einzubauen. Der Elko für die Hochspannung ist ja identisch geblieben mit 47 μ und 350 Volt. Der Lade-Elko für die 5 Volt Schiene ist deshalb ein bisschen dicker. Und es sollte eigentlich kein Problem sein. Mehr Gedanken mache ich mir zurzeit um die Kabellage, die ich, wie gesagt, sehr stark biegen musste. Ich hoffe, die hat das Ganze überstanden. Und ich werde jetzt das Netzteil wieder provisorisch zusammensetzen, dass ich es einschalten kann, um das Ganze zu testen. Im schlimmsten Fall schicke ich das Gerät in den IOL, dann aber vor laufender Kamera. So, die Platine ist wieder verschraubt, hoffentlich ohne weitere Probleme, weil ich habe schon was abgerissen, nämlich die Erdung. Die muss ich nochmal anlöten, alles andere hat hoffentlich einigermaßen überlebt. Und dann schauen wir mal gleich, ob es noch funktioniert. So, der Moment der Wahrheit. Das Netzteil ist nochmal zusammengebaut und das Gerät einigermaßen frei fliegend jetzt hoffentlich betriebsbereit. Ja, und wie immer. 3, 2, 1, end of the line. Und siehe da, es funktioniert. Zumindest scheint Spannung da zu sein. Und es gibt keinen magischen Rauch. Ich will jetzt nicht lügen, aber der Transformator hört sich jetzt schon mal wesentlich ruhiger an. Also er brummt wesentlich leiser. Der Brumm ist noch zu hören, aber er war gefühlt mit den alten Elkos wesentlich lauter. Das kann jetzt auch hier nur rein subjektiv gewesen sein, aber
Es hört sich so an und fühlt sich so an, obwohl ich mit Fühlen meine Probleme habe. Gut. Dann machen wir mal weiter. Wobei als nächstes im Programm steht, die Messelektronik, die schwarze Kiste zu öffnen und die Platinen einzeln zu inspizieren, ob noch irgendwelche Problemfälle eventuell drin sind, wie zum Beispiel ältere ausgelaufene Elkos. Ansonsten scheint die Betriebsspannung zu funktionieren. Die Schalter sind wieder dort, wo sie hingehören. Also stimmt eigentlich jetzt immer alles. Damit sind wir jetzt auf dem Stand vom Ende des letzten Videos und machen wir mal weiter. So, die Messelektronik ist freigelegt. Dieser Deckel konnte, wie gesagt, nicht abgenommen werden, während die Elektronik noch im Aluminiumrahmen eingespannt war. Wie gesagt, das Wartungskonzept ist irgendwie großes Fragezeichen. Ich versuche mal eine Übersichtsaufnahme, auf die Gefahr hin, wegen der Handkamera wieder gedisst zu werden. Ich werde die Platinen gleich einzeln rausnehmen. Also ungeachtet der mechanischen Aufbauten ist die Elektronik eigentlich sehr sauber aufgebaut, macht einen guten Eindruck. Das Ganze steckt auf dem Bus, eine Art eines Bussystems. Also die Platinen sind unten mit einer Backplane verbunden. Das sieht durchdacht aus. Die Bauteile sind sauber aufgelötet. Sieht irgendwie um Lichtjahre besser aus als der Pfusch auf der Netzteilplatine. Deshalb, wie gesagt, da wird jemand schon rumgewuschelt haben. Sieht man auch von oben die Schalter. So, die erste Platine ist raus. Es ist die Platine mit den Nixie-Röhren. Zum Vorschein kommt jetzt die Schalter. So wie die Buchsen zur Eingangsspannung. Die schaue ich mir gleich von der anderen Seite an. Man sieht die Steckverbindung zur Backplane. Und das hier ist die Platine, die die Nixie-Röhren trägt. Platine ist eigentlich auch sehr sauber aufgebaut. Nochmal zur Erinnerung, die wurde unter den Bedingungen des eisernen Vorhangs entwickelt. Ich will jetzt das böse Wort mit K nicht sagen, aber ich sehe von meinem geistigen Auge die dicke, fette Brille von Herrn Jaruzelski. General Jaruzelski, der war, glaube ich, damals noch der Machtinhaber in Polen.
inklusive der Brille von der Kommunistischen Einheitspartei. Also auf der Platine sehe ich jetzt auf den ersten Blick nichts Weltbewegendes. Ganze drehen. Ist wie gesagt einhändig ein bisschen schwierig, weil ich würde ganz gerne mir das hier jetzt angucken, wie die Buchsen sind. Das sind die Steckverbinder für die Backplane. Das ist das Trimportier für die 0 Volt Kalibration, also der Nullpunkt. Das ist wie es aussieht, ein Mehrfachportier. Also kann jetzt mir einer erzählen, was er will, aber dieser kleine Haufen Isolationsband oder ich will jetzt sagen Kreppband ist definitiv nicht ab Werk. Kommt Fokus. Also hier hat einer rumgepummelt. Da kann man jetzt einer erzählen, was er will. Das hier ist irgendwie nachträglich. Nachträglich gemacht. Entweder ist abgerissen oder hat irgendeiner gefummelt. Also ich bin der festen Überzeugung, dass hier eine dritte Person irgendwie Fusch gemacht hat. Der die Verbindung von der Eingangsbuchse wurde relativ gefuscht nochmal angelötet, nämlich die Masseverbindung. Fokus. Und die positive Verbindung wurde aus irgendeinem Grund verlängert. Also es gibt immer mehr Fragezeichen. So, ich habe mich gerade entschieden, dieses Konstrukt hier aufzulösen. Trotz des Tatütatas im Hintergrund. Und zwar
Ich werde das Originalkabel, ich hoffe, dass es das Originalkabel ist, das weißliche, das hier jetzt verlängert wurde über das Kreppband direkt hin zur Buchse. Ich werde diese Verbindung wieder auflösen und versuchen, das geschirmte Coaxkabel wieder direkt anzulöten. Auch fällt auf, dass das Kabel an der grünen Buchse ein Teil der Mutter fehlt, also die Anschlussfahne fehlt. Das Kabel, also die Masse, wurde direkt auf das Gewinde gelötet. Relativ matschig gelötet. Ich weiß nicht, ob ich eine passende Fahne habe. Ich will die Buchse ungern tauschen, weil es den Look damit zerstört. Ich werde jetzt mal zuerst ersten Schritt die rote Buchse wieder anlöten und dann schauen wir mal weiter. So, das hier ist das Ding ohne Sinn, das Konstrukt, mit dem das Kabel verlängert wurde. Weshalb das Kabel verlängert wurde, ist nicht wirklich ersichtlich. Das ist das Originalkabel, welches eigentlich lang genug ist für die Buchse zu gelangen. Und zwar ohne große Stretchübungen. Also es bleibt ein Fragezeichen, was diese Verlängerung sollte. Ich löte jetzt nochmal das Kabel an und dann schauen wir mal weiter. So, das Kabel ist wieder angelötet. Wie gesagt, es war ohne Not. Und jetzt schauen wir mal weiter, wie die anderen Platinen aussehen. Vielleicht gibt es ja noch eine Überraschung. So, ich habe die Platine mit den Nixie-Röhren wieder eingesetzt und habe die nächste Platine entfernt. Man sieht hier den Aufbau der Backplane. Unter anderem die Kontakte für die Schalter. Sowie versteckt unter dem Aluminium noch einige Relais. Und das hier ist die zweite Platine. Hier ist der Aufbau eigentlich relativ sauber. Ist die Rückseite. Gehen wir mal weiter. So, die dritte Platine ist jetzt auch entfernt. Das Ganze sieht so aus. Wie gesagt, jede einzelne Platine ist im Handbuch beschrieben. Aufgrund meines eingerosteten Polnisch kann ich jetzt nicht mehr dazu sagen.
Platine war jetzt relativ kurz. Es geht weiter. Es sind viele Bauteile von Tesla. So, die vorletzte Platine. Die letzte Platine hat keine Griffe zum Rausziehen, also Griffe im Sinne von Lochungen in der Platine, die ich als Haltepunkt benutzen kann. Der Bohrpunkt ist zwar angedeutet, aber es gibt keine Bohrung. Es sind hauptsächlich Elkos drauf. Und noch ein Spannungsstabilisator. Gut, dann ich habe sonst keine Anomalien gefunden oder seltsame Kabelverbindungen. Insofern schlage ich vor, jetzt das Ganze wieder zusammenzubauen und nochmal zu testen. Und dann schauen wir mal weiter. So, der äußere Rahmen ist wieder drum. Das Gerät ist wieder stabil. Und es kommt im Moment der Wahrheit. Benimmt sich einigermaßen normal. Der Nullpunkt ist natürlich verschoben, weil ich das, die Spannung natürlich geändert habe durch die neuen Elkos. Beziehungsweise auch jetzt ist die Abdeckung offen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Vorbesitzer das Gerät auch falsch zusammengebaut hat, weil ich gehe mal davon aus, dass die Abdeckung abgenommen werden kann mit dem Rahmen drumherum. Sonst würde das Konzept der Backplane nämlich keinen Sinn machen. Das wäre einer von vielen Merkwürdigkeiten. Gut, ich baue jetzt mal weiter zusammen, dann machen wir eine neue Kalibration, sprich den Nullpunkt neu eindiedeln.
So, wie vermutet, die Backplane kann geschlossen werden mit Gehäuse drumherum. Also der Vorbesitzer hat definitiv irgendwas Schepp eingebaut. Der Deckel wird mit den zwei Schrauben fixiert und unter diese Lippe gezogen, ist somit stabil. Und damit ist die Elektronik, die Messelektronik fast komplett abgeschirmt. Einzig am Boden gibt es zwei kleine Löcher, wo die Backplane drüber geht oder drunter geht. Gut, machen wir jetzt mal den Rest vom Gehäuse. So, es ist wieder alles zusammengebaut. Und ich lasse das Gerät jetzt mal ein paar Minuten laufen, dass es Betriebstemperatur bekommt. Und dann fangen wir an, den Nullpunkt einzustellen. So, in der Echtzeit sind es ungefähr 5 Minuten vergangen. Ich schalte das Multimeter wieder auf denselben Betriebswert wie beim letzten Video, nämlich im 10-Volt-Bereich, Gleichspannung, und ich lege den Eingang fest auf das Nullpotenzial und versuche jetzt Nullwert zu finden. Plus minus 0 hört sich auch gut an. So, nehmen wir da raus und machen jetzt Kurztest wie das letzte Mal, nämlich sind wir noch auf 0, nämlich über das Labornetzteil eine Festspannung, die steht noch auf 10,2 Volt. Was zeigt er an? 10,20 Volt. Volt. Gehen wir mal noch mal ein bisschen höher. 15, dann sagt er natürlich jetzt hier im Overlord, weil ich bin jetzt nur im 10-Volt-Bereich. Gehe jetzt hier mal auf die 100 Volt und habe 15,2. Er sagt 15,2. Damit würde ich sagen, ist die Sache damit abgehakt. Das Gerät läuft wieder. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Hoffe, es gibt jetzt keinen dritten Teil, dass alle Probleme jetzt gelöst sind. Und schreibt in die Kommentare, wie es gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Danke. Ach, die Nachbarskinder. Gut, bis jetzt der Elko entladen hat, das muss man jetzt verfolgen. Also bis zum nächsten Mal.
Mm-hmm.